Und tschüss. Hilfe. Ich bin schon mal raus aus euch. Wartet mal. Das geht weit nach unten. Ja. Ja, das. Das bedeutet meist nichts Gutes. Doch, doch. Geht sehr weit nach unten. Und da unten wartet meist immer ein Mutant. Nein. Nee. Gar nicht. Tyrox? Wenn du gelogen hast, dann nee. Ich hab mir nicht umsonst meine Rüstung gemacht. Oh, wenn ihr Medis habt oder seht, ja, lasst mich die mal bitte einsammeln. Ich habe kein einziges Medi-Stück dabei. Ich auch nicht. Ich habe noch nicht mal eins irgendwann mal gesammelt. Oder schon wieder alle verbraucht. Oh Melvin, du hast aber einen geilen Arsch. Danke. Oh, jetzt war ich voll mit dem Kopf drinne. ich glaube, dein Arsch ist keine Jungfrau mehr, würde ich da sagen. Was? Oh, da ist Mutant. Ich renne in die Richtung. Und tschüss. Hallo Freunde. Was denn? Ich geh jetzt. Oh ja. Wir gucken erstmal, was es hier hinten gibt, Melvin, oder? Also ich beschäftige mich gerade mit den anderen. Oh, nee. Da ist ihr mich alle alleine? Ja. Was soll ich davon halten? Nichts. Oh. Du kämpfst doch eh nicht. Oh, hier, Katana. Oh, Money! Hier sind welche und ganz viele und ich bin alleine und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und help me, please. Und ich bin ohne das Money. Warum seid ihr so fies zu mir? Was habe ich euch getan? Meister Sahashi. Das ist der Hashi, keine Ahnung. Immer schön viel Uhren mitnehmen. Wunderschöne Bomben. Genau. Um Kissy zu ärgern. Und Alkohol. Oh, ich kann wieder Bomben herstellen. Medikamente. Essen. Warte mal, wie viel Treibstoff kann man maximal? 5. Ach, Kissy ist auch hier. Na, das fällt dir aber früh auf. Cassie! Ja? Guck mal, ich habe eine Wunderkerze. Super. Ich bin stolz auf dich. Das ist nicht abgefuckt. Ich habe einfach mal 4 Bomben im Inventar. Aber ach, du Heilige. Hier, genau das. Macht einfach Spaß. Nee, das macht keinen Spaß. Doch, das macht Spaß. Nein! Ja? Nein. So, was gab's denn hier noch so? Ich bin halt direkt wieder rausgegangen, wo ich... Ja, was waren bei den Mutanten da unten? Weiß ich nicht. Da bin ich ja nicht hingegangen. Wo, da geht's raus, oder? Nee. Ja, weil hier hinten... Nee, von hier hinten sind wir doch... Von da sind wir gekommen. Von da hinten. Ja. Da hängt der Kopf an der Decke. Alkohol. Oh. Und eine Taschenlampe. Komm, wir laufen einfach mal dem hinterher. Alter, geht's nicht weiter. Lampe hab ich die schon? Ja. Ja, gut. Ey, lass mich durch, du dickes Ding. Ey, so fett bin ich nicht. Man munkelt noch. Gut, wir können nur noch zurück. Das nehme ich jetzt unpersönlich. Okay. Warum renne ich eigentlich vor? Los, Tyrox. Du hast Rüstung an. Warte mal. Wir gehen jetzt in die andere Richtung. Das ist Cassie. Wir gehen jetzt in die andere Richtung, oder? Nee, davon da bin ich gekommen. Wo ist der Mutant? Bald da. Wenn man hier runter geht, da ist er. Oh Gott, Entschuldigung. Oh. So, der Mutant brennt.
Viel Schaden, oh Gott, oh Hilfe. Gut, ich dachte, ich hänge hier fest. Habt ihr gesehen, wie man das macht mit dem Speer? Auch wenn ich jetzt 4 Rüstungsteile eingesaut habe. Siehst du, Melvin, damit hast du erstmal deine fast erste Rüstung, ja? Wow, ein Rüstungs. Ihr seht Cyborgs Wagen wieder von oben nach unten fallen, oder? Ja. Gut. Da, ach, jetzt weiß ich, welche Höhle das ist. Da hinten steht auch Cassie, ihr Freund. Der dort nur in Schlüppern hängt. Was? Du Arschloch! Mittag. Oh. Das ist halt Cassie, ihr Freund. Ach hier. War ja das. Aber Melvin. Nee, die Höhle ist das nicht, oder? Die wir offscreen auf dem dedikaten Server mal so leicht gespielt haben. Bist du einfach so fett. Mit ja, genau. Werden wir jetzt herausfinden. Oh, stock, stock, stock. Stein. Ich sehe nichts. Du hörst nichts. Melvin! Ja? Moin. Scheiße. Au. War ich nicht gesehen oder so? Hä? Hier unten geht. Ich bin auch nicht. Gefallen. Ich bin einfach rückwärts gelaufen und ins Wasser gefallen. So ist das. Ja, toll, und ich rüste erstmal die Tauchausrüstung aus. Oh. Was für Taucherausrüstung? Ach, die hast du ja noch nicht, stimmt ja. Warte mal, welchen Gang gehen wir jetzt? A, B oder C? Hier hinten gibt es eine Höhle. Was gibt's bei Cassie da hinten? Ja gut, hier geht's halt wirklich wieder tief runter. Bei uns geht's wieder raus. Ja. Gut, dann sind wir hier richtig. Danke. Du hast das Katana zu verlieren. Abspeichern. Zwischendrin. Hier so ein kleines Base-Teil. Hier, ihr wisst schon, so ein Laubhaus bauen. Abspeichern. Schon. Ich hab's hier gebaut bei mir. Was? Hä, waren die? Hey, jetzt haben wir hier wieder 2 Gänge. Tyrox, was siehst du irgendwas, wo es da hingeht? Okay, da ist eine Holzwand. Dann geh ich hier mal raus. Ja, dann, also wenn es da rausgeht, gehe ich hier runter. Ich will gucken, was es hier noch so gibt. Oh, Kassette. 5. Was? Wo? Da vorne. Bei einem Kopf. Irgendwo bei einem Kopf, vorne bei dem Kopf. Hier. Nö, liegt bei mir nicht. Warte mal, Kassette 5? Dann hast du die Höhle. 5, 4, 2, 1. Ja, mir fehlt nur noch die dritte. Wenn ich die nie sogar schon ausgerüstet habe. Oh, Bild. Oh, Dynamit. Melvin, kannst du wieder freuen. Hilfe, na, da gehe ich nicht mehr lang. In der Höhle war ich zum Beispiel noch gar nicht. Die kenne ich gar nicht. Ich auch nicht. Ich kenne die hier auch nicht. Oh, Dynamit. Leute, wir sind im Kessel. Oh nein. Nein, das kann das. Nee, oder? Das kann es doch nicht sein. Tyrox! Hm?
Wie sind denn die denn da hinten? Keine Ahnung. Tyrox, komm mal her. Ja? Boah, ist der krank. Falsche Richtung, zurückkommen. Hä? Also. Okay, wie sind die... Ja, da gibt's einen Gang nach unten. Hier. Tyrox. Nee, Sackgasse. Ach, hier ist der Gang. Nee, mach aus! Mach aus! Psst. Ja. Warte, ich. Oh. Vor allem noch. Ja! Wenn das passiert, ja. Das ist, ey, dann ist das so ein geiler Titelname. Schön. Hä? Hä? Ja, du immer, musst einfach immer gerade. Immer weiter geradeaus. Das ist. Weiß ich nicht, wie viel. Okay. Dann kommt ihr irgendwann. Hier gibt's okay. Nämlich Knochen, die kann man einsammeln. Und Dynamit. Cassie, weiter geradeaus. Ja. Oh, schade, ich dachte, ich fall da runter. Mann, bin ich heiß. Boah, der war scheiße. Was hast du gemacht, Ike? Hä? Da! Du hast gestapelt. Er hat geschissen. Ja, aber stapelweise. Ja. Du Arschloch! Mit meinem Pinsel! Ja, geht's gut? Tyrox, lebst du? Noch! Also, ich weiß nicht mehr, wie viel Prozent. Also. Tyrox, du hast das Dings an. Das Mikro. Eigentlich ja. Könnten wir jetzt alle in den Kessel. Sorry. Jumpen. Lebt er noch? Ist er nicht noch ein... ja, er lebt noch. Oh lol. Alle hier sind. Geschafft! 1, 2, 3, 4. Vor allem Tyrox, nur wir könnten jetzt runterspringen, du könntest uns lebendig machen. Ich schenk dir was. Nee, also so unten, weit unten bin ich nicht. Okay. Ich bin aber noch nicht ganz im. Warte mal, Kessel. Ich helfe den anderen kurz nach. Gibt's nicht einen anderen Weg nach unten? Da gab's doch noch einen anderen Weg. Ja, das ist eine andere Höhle. Lass mal abspeichern hier. Die in der Nähe vom Eisbiom ist. Eine Höhle. Kannst kann hier nichts platzieren. Ja, Leute, also doch, geiler Urlaub, Alter. Ich komm hier. Ansonsten immer mal durch den Schlitz rausgehen. Hier. Na, hier dran in der Höhle. Nicht gleich ab. Gleich, ne? Wir, vor allem, wir müssen ja jetzt die Höhle machen. Ja. Damit wir ihn rausholen können. Und da brauchen wir aber vorher den... Wir können doch einfach runterspringen. Nee, dann, du kommst nie wieder dort raus. Dann musst du nur das Ende spielen. Ich hab den Kletterhaken. Ich nicht. Ich nicht? Nee. Ach, verdammt. Kann man hier jetzt was bauen? Tyrox, hast du den Kletterhaken? Nee. Aber wie kam das... Nee, pass auf, du musst trotzdem, kannst trotzdem nicht runterspringen, du kommst sonst nicht aus der Höhle raus, weil das Tor doch verschlossen ist von so einem Ding, wo du Steine drauflegen musst. Das heißt, wir müssen zuerst zu dem Tor, um Tyrox da rauszuholen? Ja, das heißt erstmal die eine Höhle durchqueren und die ist immens groß. Und Tyrox tötet sich. Ja, genau. Dann hat er deine Sachen. Geht der ganze Spuk von stimmt, vorne. Ja. Wie viele Stöcke hast du, Tyrox? 5. Scheiße. Ich hab keine mehr. Das bringt doch nichts. Du kannst sie nicht runterwerfen. Ja, gut. Ich wusste ja nicht, dass Tyrox runterplumpst. Ich denke, wir sollten ja. Tyrox da. Naja. War schon scheiße so, ne?
Melvin, ich weiß, welche Höhle das ist, dann lass uns da hingehen. Nee, wartet! Hat Tyrox vorhin abgespeichert in der Höhle? Nein. Oh. Gesagt, dann lockst du dich aus und kommst wieder, dann wärst du da. Oh, leck. Ich höre schon wieder einen Freund von uns. Ja, der ist bei, bei Ding. Oh. Das ist gerade so ein Klopsenkühl. Wollte ich eine Freude machen. Na, Melvin, da holen wir Tyrox dann dort raus, da kann ja Cassie gerne mitkommen. Aber wir werden die Höhle definitiv nicht spielen, weil das ist die Endhöhle. Hm. Danke, das ist echt eine gute Idee, was er da gemacht hat. Oh. Besonders, ich glaube, mir geht bald das Essen los. Das kann doch nicht wahr sein. Doch. Oh, oh, ich häng! Wo ist denn der? Hör, du Arschloch! Du Fotzenlecker, du Elender, ey! Ich weiß halt echt nicht, wie viele Dings hier sind, ne? Ich glaube, hier sind mindestens, weiß ich nicht. Da müssten 4 graue und 2 Klopsis sein. 2 Klopsis, 2 Spinnen. Und ich glaube, 5 graue. Was? Hayatatata? Boah, bei mir leckt's hier drin halt einfach nur. Gab's hier unten noch was? Oder hier geht's halt einfach weiter runter? Ja, so können wir halt Tyrox. Nee, das ist aber nicht die Höhle. Nee. Es sei denn, die sind miteinander verbunden. Dann haben wir natürlich jetzt das mega große losgezogen. Wer hat das Dynamit eigentlich hingeworfen? Cassie! Ike. Danke. Ich hab doch nicht mal Dynamit. Deswegen kann man sich nicht so gut damit ärgern. Ja. Das ist ja schön. Ja. Also ja, für die Leute, die mich ärgern, ja. Für mich genau. Nicht. Doch. Melvin, los, Scharfschütze. Warte mal. So, irgendwie Pfeile. 5. Oh. Oh, es leckt halt einfach bei mir. Dude, du bist so ein Wie denn? Da hat Cassie ihre Wut rausgelassen. Ich guck grad, Tyrox ist dort, also müssten wir eigentlich in die Richtung. Mann, diese ganzen komischen Zettel, die man einsammelt, die sind so. Juckt mich einfach nicht. Hier, wenn ihr Stöcke auf dem Boden seht, nur einsammeln. Dass wir nochmal so ein Speicherding bauen können. Mach ich. Vorsicht, ich werfe eine Bombe. Nein, warum? Weil man da durch muss. Achso. Es leckt halt einfach richtig hart gerade bei mir. Ja. Ich mach hier schon mal runter. Und Tyrox Glück hat. Ist die Höhle wirklich mit der Ehen verbunden, aber ich bezweifle es. Also ich kann ja auf jeden Fall ein bisschen abschießen. Aber du kannst dann unten die Machete sammeln im Helikopter. Ja, der Helikopter ist gerade bei mir. So. Das Problem ist, da sind halt noch 2 Spinnen hier, ne? Weiß ich nicht, 6 Arme. Hier ist der Kletterhaken, wo ich bin. Okay. Yay! Wo bist denn du? Da, wo ein Mutant rumstampft. Ich
Warum habe ich noch 5 Pfeile? Wo ist der Kletterhaken? Da hinten, wo das Licht an die Wand leuchtet. Was ist mit meinen Pfeilen passiert? Alle verschossen. Oh Gott, Hilfe! Oh. Ja, erstmal musst du brennen, ne? Lass mal abspeichern! Nein, da brennt es erst. Jetzt werfe ich einfach so lange noch ab. Lass mal kurz abspeichern. Bist du ehrlich? Na, dann bau doch was zum Abspeichern, Cassie. Ich mein, für euch halt auch noch mit abgespeichert. Wo seid denn ihr? Hey, warte, man kann einfach ins Wasser springen. In hin? Ach stimmt, da war ja was. Hä? Wir sind weitergegangen. Da gibt's noch einen zweiten. Oh, Essen. Das ist gut. Wenn du wieder zurück ich seh halt einfach gar nichts. Dann Feuerzeug. Vor allem, wir kommen hier nicht weiter zu Tyrox. Warum? Der ist dort und da geht's erst wieder hoch. Oh, das leckt so arg hier in der Höhle bei mir. Ich sehe euch da unten rumschwimmen. Oben? Ja, ich hab getötet. Oder? Bitte, bitte lass deine Gesichter. Wenn nicht, hab ich jetzt erst. Ich finde halt einfach keinen Weg nach unten. Dann bleib dort, wir müssen sowieso gleich zu dir kommen. Ich will jetzt keinen Plan mehr, wo ich bin. Okay. Aber da, warte. Dem Haken Teil. Okay. Fuck, jetzt bin ich ganz unten. Ja, nee, Cassie, wir müssen wieder zu dir kommen. Hier geht's halt einfach. Scheiße! Oh Gott. Einfach oh Gott. Nicht weiter. Oh. Schön. Oh. Leute, ich bugge. Was sagst du? Bleib dort, Cassie, wir kommen zurück.